Hallo und herzlich willkommen zu Pantoffelkino. Heute mit Christian und mit Mario. Moin, hallo. Wir haben einen Lebemannwunsch abzuarbeiten von unserem Zuschauer Morrison, wie er sich nennt. Eigentlich heißt er Dennis. Und wir gratulieren herzlich, er hat nämlich heute Geburtstag. Oh ja, Happy Er hat sich ganz Happy bewusst Birthday. Gewünscht, dass wir für den 13. Januar die Sendung machen sollen, okay. Weil er genau an dem Tag Geburtstag hat. Also herzliche Glückwünsche, lieber ja. Dennis. Ja, und du hast dir 5 Filme gewünscht, die wir besprechen sollen. Mhm. Alle gehen so ein bisschen so in so Richtung Crime und Drugs, möchte ich mal so sagen. Ne? Ja, da hat jemand vorliegen. Ja, genau. Also arbeiten wir die mal ordnungsgemäß ab und beginnen mit 2 Filmen, die in denen Johnny Depp jeweils die Hauptrolle spielt. Einer von denen ist Blow und hier ist der Trailer. Blow ist die wahre Geschichte von George Young. George Young wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Sein Vater konnte seine Mutter niemals zufriedenstellen, weil er ein einfacher Arbeiter war und oft auch pleite, woraufhin sie ihn immer wieder mal verlassen hat und immer wieder zurückgekrochen kam. Und er schwor sich eines Tages, ich möchte nicht so enden, ich will das große Geld machen. Und deswegen zieht er auch in jungen Jahren gleich los mit seinem Kumpel Tuner, um Drogen am Strand zu verticken. Ja, und das Geschäft läuft super und irgendwann expandiert man. Es geht nachher in Richtung Kokain und ja, irgendwann kommt das Geld in Scharen rein, aber natürlich auch die Probleme. Wir kennen diese Art Film im Endeffekt, ob man jetzt Scarface, Goodfellas oder auch Wolf of Wall Street, Lord of War. Sie alle sind die Geschichte vom Aufstieg und Fall und ja, hier allerdings in der wahren Geschichte von George Young gibt es den Fall schon relativ schnell. Also er gerät sehr schnell in den Konflikt mit dem Gesetz, kommt sehr schnell ins Gefängnis, während seine Freundin, übrigens gespielt von Franka Potente, an ihrem Krebsleiden jung stirbt. Er sagt, ich gehe 2 Jahre in den Knast, sie sagt, ich habe keine 2 Jahre mehr. Das passiert sehr früh, deswegen darf ich das relativ spoilervoll sagen. Ja, und er kommt raus und treibt es eigentlich immer nur noch wilder. Und irgendwann, ja, George Young, und das wissen wir gleich am Anfang des Films, ist inhaftiert. Er war inhaftiert zu der Zeit, als der Film gedreht wurde. Das war 2001. Ja. Und es hieß, ja. Es 2015 sagt uns, der Film soll er aus dem Knast kommen. Er kam 2017 raus. 2021 ist der Mann leider verstorben. Mhm. Ja, es ist die übliche Geschichte von Aufstieg und Fall. Johnny Depp spielt George Young, Penelope Cruz ist dabei, Franka Potente, wie erwähnt, ist dabei, Ray Liotta spielt den Vater und Rachel Griffiths, die man aus 6 Feet Under zum Beispiel kennt und auch aus, wie hieß denn der Film hier, Muriel's Wedding. Oh. Da war sie die Freundin, die nachher im Rollstuhl landet. Ach stimmt, das war sie ja. Genau, stimmt, das ist recht. Die Mutter. Also eine geile Besetzung, ein guter Film. Sicherlich nicht so grandios wie Goodfellas oder so, aber ich fand ihn super unterhaltsam. Ich habe den tatsächlich damals nie gesehen. Ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen. Ich weiß gar nicht, warum ich den damals ausgelassen habe. Gefiel mir sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht, gut gespielt. Toller Film. Ja, sehe ich genauso. Regie Ted Demme übrigens, der ja leider nicht mehr unter uns ist. Das nur so nebenbei. Ja, bei dem Film kann man gut sehen, wie schön man Party feiern kann, solange man nicht erwischt wird. Dann, ne? Richtig. So, ne? Also wenn man das nötige Geld so zusammenbekommen hat, dann klingt das erstmal alles wunderbar. Tolle Partys mit tollen Mädchen und wunderschönen Besäufnissen und dies und das und jenes. Ne? Das macht aber auch alles nur so lange Spaß, solange man halt nicht von der Polizei dann erwischt wird. Und dann ist der Spaß dann ganz schnell vorbei. Ja, ja. Dann werden Familien zerstört. Ne? Die Mutter will dann nachher gar nichts mehr mit ihnen zu tun haben und so. Also das zeigt dann auch die wirklichen Schattenseiten eines Drogendealers. Und das ist ja jetzt hier auch wirklich krass dargestellt. Ich habe ihn auch das erste Mal gesehen. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich bin kein Johnny Depp-Fan, das habe ich ja schon öfter gesagt, aber der spielt die Rolle wirklich super, also hat mich wirklich überzeugt. Auch Franka Potente, ihrem kleinen Auftritt, mochte ich sehr gerne halt. Und das ist halt eine sehr tragische Geschichte halt. Ne? Sie hätte sie nicht synchronisieren dürfen selber, finde ich, das kann sie nicht. Macht sie immer. Ja, das klingt immer nicht. Ja. Eine andere Stimme. Sonst macht sie ihren Job okay. Ja, das stimmt. Ne? Hat mich jetzt aber jetzt auch Hättest nicht. Hättest du im Englischen gucken können. Ja, hätte ich machen können. Ja. Hätte ich auch ihre Stimme gehört. Ja, aber das wäre ja keine Synchronarbeit gewesen. Nee, das stimmt. Das hätte anders geklungen. Nee, aber wie gesagt, ein tragischer Film mit, wie gesagt, mit
mit Interesse. Wie gesagt, er fängt ja zuerst klein an und wird ja dann immer größer. Mit Flugzeugen wird dann tonnenweise nicht, aber kiloweise dann das Kokain verschickt und so, und dann immer die Gefahr dabei, dass man erwischt wird und so. Also er hat auch sehr, sehr spannende Momente, wo man denkt, na, ob das gut geht und so, ne? Also ja, toller Film, muss ich wirklich sagen. Obwohl ich eigentlich nicht so ein Fan von diesen Drogenfilmen bin und so. Okay. Also ich finde mit Goodfellas ist für mich eigentlich mehr ein Mafia-Film. Ist es auch. Da wird es ja nur wirklich abgeschlachtet. Es geht auch nicht um Drogen, es geht um diese Aufstieg- und Fall-Geschichte. Bei Wolf of Wall Street geht es auch nur dezent um Drogen. Das ist auch Aufstieg und Fall. Darum ging es jetzt. Aber wie gesagt, hier kann man wirklich gut sehen, die wirklichen Schattenseiten. Wie gesagt, am Anfang klingt alles toll mit viel Geld und dann, wenn man erwischt wird und dann mal so ein paar Jahre im Knast sitzt, dann ist der Spaß ganz schnell vorbei. Dann, ne? Und das wird hier richtig gut demonstriert. Also, ja, es ist ja vor allem auch erstaunlich, dass er überhaupt so alt geworden ist. Der hat ja zigmal, hat er ja über einen Haufen geschossen werden können von Drogendealern. Ja. Also der war ja teilweise auch naiv, wie er an die Sache rangeht. Denkst du so, oh Gott, das sind gerade ganz gefährliche Leute, mit denen du dich hier einlässt. Pablo Escobar. Der taucht nämlich auf. Also, stimmt. Und das ist nämlich interessant, weil ich war ja gerade in Kolumbien über Weihnachten und steht plötzlich da die Einblendung Cartagena. Da habe ich genau Urlaub gemacht. Stimmt. Und muss ich auch dran denken. Und wir sind nämlich mit dem Schiff vorbeigefahren an einem ehemaligen Anwesen von Pablo Escobar. Ein riesiges Ding mit 53 Zimmern, total verkommen, weil der ist ja vor 20 Jahren erschossen worden. Und seitdem ist es eine Ruine. Aber trotzdem eine Vorstellung, was das für ein Riesending, was da anwesend war. Und plötzlich hält er auf dem Schiff, hält er plötzlich an auf dem Meer und sagt, hier, guckt mal runter. Und dann ist das so ein kristallklares Meer. Gucken wir über den Rand, liegt da ein riesiges Flugzeug unten auf dem Meeresgrund. Ach was. Das gehörte auch Escobar. Irgendwann mal abgestürzt, das Flugzeug. Liegt immer noch auf dem Meeresgrund. Das ist ja geil. Okay, ich dachte, die Leichen, die hat er entsorgt. Ein paar Leichen paar Drogensäcke noch oder irgendwie sowas. Ja, was hast du geschmuggelt? Und deswegen hatte ich mir jetzt ja auch gerade interessanterweise diese Narcos-Serie angeschaut auf Netflix über Escobar. Na, das war ja auch wirklich ein mieses Schwein. Der hat ja tausende Leute umbringen lassen. Und deswegen taucht der hier halt auch natürlich auf. Und sich mit dem einzulassen, das war, glaube ich, auch nicht so. Nee, ich finde, Johnny Depp spielt die Rolle auch gut. Ja. Er spielt so diesen zunächst naiven Menschen, wie gesagt, der gar nicht so richtig offenbar erfassen kann, mit wem er sich da eigentlich einlässt. Und dass der Film ja auch durchweg immer so in knalligen, positiven Farben gedreht ist. Du denkst ja immer, so ein Drogenfilm, das ist eher so in düsteren, blassen Farben. Kifft und so. Hier denkst du, das ist irgendeine sommerliche Komödie, Eis am Stiel oder so. Ist ja teilweise auch recht lustig. Also der Film ist ja nicht nicht so dramatisch. Der Film ist schon sehr schon gut. Ja, ich fand den auch gut. Hat mir auch gut gefallen. Ich habe ihn auch zum ersten Mal gesehen. Also wir alle drei haben den vorher nicht gekannt. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.